ich würde sagen, das war ein krasser Wendepunkt, dass ich auf dieses Konzert gegangen bin und einfach gedacht habe, okay, ich muss Musik machen, die bei Menschen einfach nur von der Ästhetik und von der Soundwelt einfach so viel bewegen kann. Willkommen. Jetzt geht mein Mikro auch wieder. Hi, willkommen hier im Neohaus. Wir sind jetzt tatsächlich schon bei unserem letzten Punkt angelangt und es ist ein sehr, sehr, sehr spannender und sehr cooler Punkt. Ich möchte hier direkt erstmal starten mit einer kleinen Frage. Und zwar, wer von euch hier macht selbst Musik? Eine Person da hinten, das möchte ich sehen, sehr gut. Oh, und hier auch, sehr gut, sehr gut. Ja, traut euch, Leute, einfach mal Hände hochnehmen, so, ne? Wir sind ja immerhin im Rahmen vom Reeperbahn-Festival. So. Also, ich persönlich finde es super toll. Ich finde es richtig, richtig schön. Ich habe auch einige Freunde und Freundinnen, die selbst Musik machen. Und ich liebe einfach alles dran. Angefangen davon, wenn sie zum allerersten Mal so ihre Texte selbst schreiben, so einem das zuschicken und sagen, yo, was hältst du von diesem Sample? Musik-Sessions, wo sie dann sagen, möchtest du vorbeikommen zum Chillen? Und am Ende dann hoffentlich irgendwann so ein Auftritt, wo man dann da sitzt und einfach nur so krank stolz ist, dass da die eigenen Freundinnen und Freundinnen vorne was einfach performen und die Leute jubeln. Das ist super, super schön. Und ich muss sagen, es ist einfach so nice und so cool, dass es jetzt inzwischen so zugänglich geworden ist. Man kann einfach aus seinen eigenen vier Wänden durch das digitale Zeitalter, in dem wir jetzt gerade leben, Musik produzieren. Und es war eigentlich noch nie so einfach wie jetzt gerade. Und ich finde das sehr, sehr, sehr schön. Und ich glaube, dass der nächste Speaker jetzt dazu auch gleich einiges sagen können wird. Und zwar kommt jetzt gleich Pablo Brooks. Ich werde ihn selbst jetzt nicht ankündigen, sondern die liebe Sophia Hofmeister vom Picky Magazine. Sie und Pablo werden hier gleich einen kleinen Talk führen. Ihr seht schon, Wasser, zwei Stühle, es wird sehr spannend werden und ihr werdet am Ende auch Fragen stellen können. Deshalb ganz, ganz, ganz großen Applaus für Sophia und Pablo. Wow. Willst du links oder rechts sitzen? Ich würde mich tatsächlich rechts hinsetzen. Das Ding. Hallo. Ja, danke für die liebe Anmoderation. Wie ihr gerade schon mitbekommen habt, wollen wir heute so ein bisschen über deine Karriere und vor allem über die Anfänge sprechen, die so ganz viel mit dem Bedroom-Pop-Movement zu tun haben, was ja so seit 2019 voll groß geworden ist, unter anderem durch KünstlerInnen wie Clara oder Dayglow oder auch Mac DeMarco. Genau, und wir freuen uns, dass ihr da seid und uns zuhört und freuen uns auch, wenn ihr vielleicht am Ende noch ein paar Fragen stellt. Genau, aber zuerst, Pablo, wer bist du denn eigentlich und was für Mucke machst du denn? ja, ich bin Pablo, mein Artist-Name ist Pablo Brooks. Ich mache, wie will man es am besten beschreiben, irgendwie Alternative-Pop, glaube ich. Ich versuche es immer nicht Indie-Pop zu nennen. Warum? Ich habe das Gefühl, Indie-Musik ist immer sehr krass abgestempelt als, weiß ich nicht, zu soft irgendwie. Und ich würde nicht sagen, dass meine Musik sonderlich soft ist. Und ich habe das Gefühl, Alternative Pop gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Edge und mehr Spice. Ja. Okay, sehr cool. Vielleicht magst du mal so erzählen, wann du mit Musik machen angefangen hast und ab wann so der Zeitpunkt kam, wo du wusstest, dass du das vielleicht auch professionell machen möchtest. Also ich habe als Kind angefangen, so YouTube-Videos zu machen, wie viele Kinder meiner Generation. Und das hat eigentlich für mich so voll gestartet, was quasi so das Internet und was Social Media quasi für eine große Auswirkung haben kann für generell einfach Reichweite und alles. Und dann irgendwann, ich habe halt immer gesungen sozusagen und habe auch immer Musik gehört, aber war halt früher nur so ein Kind, was einfach halt quasi bei allem mitgesungen hat. Und dann irgendwann habe ich mich dazu entschieden zu sagen, okay, ich schreibe voll gerne und bin voll der Fan von so Texten und Lesen und Schreiben und singe auch total gerne. Und dann habe ich mir so 2016, 2017 in der Zeit der großen Ukulelenphase eine Ukulele gekauft, was ich heute sehr bereue. Nein, es war eigentlich eine gute Entscheidung. Ich habe dann meinen ersten Song geschrieben, habe ihn dann irgendwie im Internet hochgeladen und dann waren halt voll viele Leute so, yo, ey, das ist irgendwie voll cool, so, das steht dir voll. Und der Song ist voll süß. Und dann habe ich mich langsam hochgearbeitet. Dann habe ich mir die zweite, etwas größere Ukulele gekauft und dann irgendwann zu einer Gitarre hochgestiegen und habe dann quasi einfach immer meine Songs gepostet, halt auf YouTube und auf Soundcloud. Und habe dann, ja, mit 14 oder 15 meinen ersten wirklichen Song veröffentlicht, auf Spotify, dann so selbst produziert, wirklich super, so Bedroom, einfach
so schlecht aufgenommen, aber irgendwie halt so, wie es sein sollte zu der Zeit. Ja, und das lief dann irgendwie ganz gut. Leute haben dann irgendwie Verbindung dazu gefunden. Und jetzt mache ich es immer noch. Wenn du dir jetzt so diesen Song anhörst, ich meine, du sprichst wahrscheinlich über Recurring Role, mhm, so als ersten richtigen Song, als erste richtige Single. Was denkst du dann? Ich versuche mit so einer guten Perspektive raufzuschauen. Also ich höre den Song, den allerersten Song, den ich jemals veröffentlicht habe, und versuche so ein bisschen zu denken, okay, ich war 14, so ich wusste nicht, was ich gemacht habe, weil er wirklich schon so produktionsmäßig einfach technisch nicht sonderlich gut gemacht ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das genau irgendwie der Grund ist, warum er vielleicht irgendwie gut lief, und dass das genau der Grund ist, warum es irgendwie geil war. Weil ich glaube, Leute haben damit irgendwie verbunden, so, es ist halt so ein awkward Teenage-Pop-Song irgendwie so, der sich halt genauso auch anhört. Und irgendwie finde ich es halt cool, weil ich ihn letztens mal gehört habe und ich war so ein bisschen so, eigentlich ist es total geil, dass er sich so scheiße anhört, weil dadurch so viel... Ist schon wieder eine eigene Ästhetik fast. Genau, es ist halt voll die eigene Ästhetik. Und halt so super lo-fi, super bedroomy und irgendwie interessant dadurch, glaube ich. Also eigentlich cool. Ja, womit hast du den damals aufgenommen? GarageBand. Sehr gut. Mit so 4 Spuren und kein Interface zwischen der Gitarre und meinem Laptop, sondern meine Gitarre, ein Klinke zu USB-Stecker straight in den Laptop rein und dann nur Presets von GarageBand und so vorprogrammierte Drum Loops. Es war wirklich, wirklich das allererste Mal, dass ich auch GarageBand irgendwie geöffnet habe. Aber irgendwie kam dieser Song bei raus und es ist ganz cool, weil ich mir denke so, yo, irgendwie, ich kann ihn immer noch hören. Es ist nicht so, dass ich mir denke, what the fuck. So, ich kann ihn immer noch anhören und denke mir so, okay, Silk ist eigentlich kein schlechter Song. Aber finde ich auch voll nice irgendwie, so, dass man auch noch, wenn man so später drauf guckt, dass es irgendwie was Nachhaltiges hat und man weiß, ein Song funktioniert auch, wenn er nicht 90 Spuren hat und krass gemixt und gemastert worden ist, sondern manchmal ist es auch einfach irgendwie so eine Momentaufnahme, die irgendwie eingefangen werden muss. Ja, es ist auch geil, glaube ich, einfach als so, wenn man quasi anfängt, Musik zu machen, dass man irgendwie einfach auch anfängt zu sagen, so, okay, so lernt man irgendwie auch ein bisschen Produktion, weil ich quasi so Produktion und Songwriting so parallel zueinander einfach gelernt habe und quasi einfach so ein bisschen meinen ersten Song veröffentlicht habe, ohne überhaupt irgendwas zu wissen über Songwriting oder Produktion, und dann aber trotzdem schon Songs veröffentlicht habe. Deswegen ist es irgendwie cool, dass es diesen Song gibt, der wirklich so das allererste ist, was ich jemals alleine produziert habe. Und trotzdem so ein guter Reminder dafür ist, dass es halt auch manchmal nicht so viel braucht, um einen coolen Song zu machen, mit dem Leute halt irgendwie viben. Hilft dir das heute noch, wenn du so in Produktion bist, dass du so ein bisschen Handwerk dir selber beigebracht hast? Auf jeden Fall. Also generell einfach zu verstehen, wie Produktion funktioniert und so. Und auch, dass ich selber natürlich ein Gefühl dafür habe, was das bedeutet, ist total geil. Aber auch so ein bisschen zu wissen, wie viel man mit wenigen Mitteln machen kann, ist, glaube ich, ein gutes Ding. Mhm. Weil ich immer noch den Großteil meiner Songs halt einfach so in so super shitty Demos irgendwie mache oder irgendwie immer noch mit manchmal einfach auf mein Handy aufnehmen und so. Und der Standard bei mir, um einen Song zu schreiben, ist nicht unbedingt so, okay, ich brauche jetzt die teuerste DAW und muss irgendwie ins Studio gehen und ich kann nur einen guten Song machen, wenn ich irgendwie ins Studio gehe mit 4 MusikerInnen da drin, sondern so die Art und Weise, wie ich das mache, funktioniert immer noch genauso, als ich es angefangen habe. Das heißt meistens halt Handy, Gitarre, Song irgendwie ins Handy gespielt, schickt es dann an Leute und sagt so, hey, hast du Lust, diesen Song mit mir zu machen? Voll. Ich hatte ja eben schon so ein bisschen angerissen, dass so um 2019 rum so voll der Boom eigentlich so in diesem Genre stattgefunden hat. Was hat dir das damals bedeutet oder inwiefern hat dich das vielleicht auch empowert, das selber auch zu probieren und dich zu überwinden, weil du meintest ja auch schon, du hast vorher so ein paar Ukulelen-Songs geschrieben und auch Cover performt und so und die bei YouTube hochgeladen. Inwiefern hat dich das dazu gebracht, auch mal so selber den Schritt zu gehen und selbst einen Song zu schreiben, der so von dir ist? Ich glaube halt vor allem dieser Boom von so vor allem so Bedroom-Pop-DIY-Musik ist halt einfach geil, dass es das so eine krasse Reichweite für gab, weil es einfach als, vor allem als junger Mensch, der nicht unbedingt den Zugang zu Musikindustrie und quasi Ressourcen hat, um krasse Musik oder hochproduzierte Musik zu machen, war das einfach krass empowering zu sehen, dass einfach Leute so quasi amateurhaftig mäßige Songs auf Soundcloud hochgeladen haben und die halt ultra durch die Decke gegangen sind. Wer hat dich da zum Beispiel besonders inspiriert? So Claro, würde ich sagen. Dieser Pretty Girl Song von Claro. War halt so, habe ich das Musikvideo gesehen und ich war so, ey, das ist einfach ein GarageBand Song und dieser Song ist so krass. So die frühen Sachen von Conan Gray, glaube ich auch so ein bisschen, das waren so Sachen, wo ich sage, okay, das sind auf jeden Fall Gründe, warum ich mit so Songwriting nicht unbedingt angefangen habe, aber zumindest die mich inspiriert haben zu sagen, okay, fuck it, ich muss nicht warten, bis ich ins Studio gehe, sondern ich kann das alles in meinem Zimmer machen. So. Voll. Und bei Claro sieht man ja auch, dass es
sie so angefangen hat mit diesem ganzen Bedroom-Pop-Ding. Ja. Und sie jetzt einfach so eine krasse Albumproduktion auch hingelegt hat, jetzt mit dem letzten Album. Also es funktioniert halt super als Sprungbrett auch einfach irgendwie so für die MusikerInnen. Auf jeden Fall. Also bei mir ist es ja auch so jetzt, wo ich die Ressourcen habe, nicht mehr von meinem Kinderzimmer zu machen, ist es natürlich schon auch cool, aber ich verstehe immer noch, warum Leute es machen und warum manche Leute dabei bleiben, zu sagen, ich mache alles alleine. Ich meine, es gibt auch Leute, die davon zurückgehen, wenn man so überlegt, keine Ahnung, Björk hat Ressourcen und Zugang zu den krassesten Leuten auf der Welt, aber sie ist trotzdem, macht halt all ihre Alben einfach irgendwie so bei sich im Zimmer mit einer Klarinette und einem Laptop. Und ich denke mir so, das ist halt sick, dass das immer noch so ein Zugang ist für Artists. Und ich glaube, das ist auch quasi, wenn man das kann und wenn man es macht, ist das, glaube ich, die beste und coolste Art für Artists, sich selber irgendwie zu repräsentieren. Voll. Gehen wir jetzt mal so ein bisschen in Richtung Wendepunkt. Wann hast du dich denn so von dieser Lo-Fi-Ästhetik verabschiedet? Oder war das überhaupt eine bewusste Entscheidung? Wie kam da so der Twist irgendwann? Also ich war im Oktober 2017, das war, nachdem ich so kurz meine ersten Songs auf YouTube veröffentlicht habe, war ich auf einem Konzert von Lorde und habe einfach gesehen, okay, das ist Musik, die auf jeden Fall nicht im Kinderzimmer produziert worden ist, weil ich es einfach so unfassbar fett und sinneserweiternd war. Ich war auf diesem Konzert und habe einfach hingeguckt und war so, okay, ich verstehe, also, was ich eigentlich machen will. Und ich habe diese so Bedroom-Ästhetik voll geliebt, aber für mich war es irgendwie wichtiger, Musik zu machen, die sich so krass cinematisch anfühlt und so super dramatisch sein kann und tanzbar sein kann. Und dann war ich so, habe ich irgendwie den Schluss gefasst, dass das vielleicht eine Ästhetik ist, die ich dann irgendwie interessanter fand oder die ich quasi ein bisschen mehr durchsuchen möchte. Und ich würde sagen, das war ein krasser Wendepunkt, dass ich auf dieses Konzert gegangen bin und einfach gedacht habe, okay, ich muss Musik machen, die bei Menschen einfach nur von der Ästhetik und von der Soundwelt einfach so viel bewegen kann. Jetzt vielleicht eine kleine unbequeme Frage, aber du hast dann ja auch 2018 einmal die Red Eyes Blue Skin EP released und 2020 die Portrait EP. Mhm. Und die sind mittlerweile nicht mehr hörbar. Magst du vielleicht, nur wenn du willst, erzählen, was da passiert ist? Das waren halt zwei EPs, die ich halt auch einfach in meinem so Kinderzimmer veröffentlicht habe. Nur da muss ich einfach sagen, das ist halt einfach, das sind so Demos und das sind so GarageBand-Dateien, die vielleicht einfach auf der Festplatte hätten liegen sein sollen. Einfach, weil die Produktion, also es war sehr, sehr, sehr rumexperimentiert und irgendwie die Songs waren auch eigentlich nicht so trashy und irgendwie war es ganz cool. Aber ich glaube, das waren schon, da war die quasi die Vision und die Ambition da, großen Pop zu machen, der sich ultra fett produziert anhört. Aber ich war halt 15 und wusste halt nicht, wie ich das machen soll. Aber war halt der Überzeugung, dass ich das kann. Und dann habe ich so ein paar Jahre später reingehört und war so ein bisschen, das kickt irgendwie nicht so, wie ich glaube. Und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, ich lasse es einfach in der Vergangenheit. Die Leute, die es gesehen haben und gehört haben, die haben es gehört. Ja. Aber ich wollte auch irgendwie vielleicht so ein bisschen vor allem, es gab einen Song auf der zweiten EP, die ich veröffentlicht habe, den ich dann quasi einfach auf meine erste Studio-EP auch gepackt habe. Welcher war das? Portrait. Ah. Das war halt ein Song, den ich quasi sozusagen schon so Bedroom-Pop-mäßig gemacht habe, aber der dann irgendwie dann trotzdem noch die Chance hatte, auf die erste große EP sozusagen noch eine neue Welt zu finden und so. Heißt, der wurde dann für die darauffolgende EP nochmal neu produziert? Genau. Oder? Okay. Ja, und das war ganz cool, dass ich dann trotzdem noch einen Song hatte, den ich irgendwie in meinem Zimmer angefangen habe und wo es eine ganze Produktion von gab, als ich 15 war, die ich gemacht habe, der dann aber trotzdem quasi einfach nochmal ein neues Leben irgendwie gefunden hat. Voll. Aber das spricht ja irgendwie auch wieder so für den Bedroom-Pop-Spirit, so Try-and-Error-mäßig. Und wenn was Geiles bei rumkommt, dann hat es nochmal eine zweite Chance verdient. Auf jeden Fall. Genau, 2021 kam da ja deine Not Like the Movies EP, wo du auch sehr viel immer noch so Coming-of-Age-Themen behandelst, die, würde ich sagen, so Kern und roter Faden deiner Musik sind irgendwie auf eine Art. Ist es vielleicht so thematisch zumindest so ein Überbleibsel aus dieser Bedroom-Pop-Ära, würdest du sagen? Auf jeden Fall. Also ich glaube, so Bedroom-Pop ist immer, waren ja meistens einfach so TeenagerInnen in ihren Kinderzimmern. Und ich glaube, das ist halt einfach so das Ding so ein bisschen gewesen. So, ich glaube, das war halt irgendwie eine große Art von Expression für diese Art Artists und Acts einfach sich irgendwie auszudrücken. Und deswegen glaube ich, dass halt so Coming-of-Age-Themen halt so krass in dieser Musik vertreten sind. Einfach weil es, glaube ich, eine angenehme Art war, das quasi so zu
verdauen, so ein bisschen, dieses ganze Coming-of-Age-Thema. Klassisches Ventil. Genau, halt so ein super krasses Ventil. Und ich glaube, dass das halt quasi auch der Grund ist, warum sich so viele Leute dafür dann irgendwie auch interessiert haben und dann quasi auch Musik darüber geschrieben haben. Für mich war es halt genau dasselbe. Und irgendwie, ja, ich finde es immer noch eine interessante Thematik. Ich meine, ich bin heute 21, deswegen ist der Coming-of-Age-Prozess noch nicht vorbei. Ich habe das Gefühl, ich kann noch viel darüber erzählen. Aber es ist trotzdem schön, dass ich quasi jetzt Songs habe, die ich mit 14, 15 geschrieben habe, die so krass diese Thematik noch behandeln, dass ich quasi sehen kann, okay, so habe ich mich mit 15 gefühlt, so habe ich mich mit 16 gefühlt, so habe ich mich mit 17 gefühlt und 18, dass man auch so ein bisschen diesen Werdegang irgendwie miterleben kann. Das ist ein bisschen du hast wie so ein Tagebuch. Coming-of-Age-Prozess quasi dokumentiert genau. in Musik, voll gut, wie so ein Tagebuch. Voll, und das ist halt cool, weil ich nie Tagebuch geschrieben habe, weil ich es langweilig fand. Aber halt, das in Songform zu haben, ist irgendwie schön. Mega. Du hast eben ja auch schon so erwähnt, du würdest sagen, du machst so Alternative Popmusik. Wie würdest du denn jetzt so deinen Sound beschreiben, der ja nicht mehr von dieser Lo-Fi-esken Ästhetik geprägt ist? Ja, also ich würde sagen, ich versuche meine so Grundprinzip Prinzipien für Musik, die ich gerade mache, ist halt so ein bisschen, wie kann ich das so Songwriting und Storytelling von Folkmusik und quasi von Songwritermusik verbinden mit Beats und dunklen Klangästhetiken und so relativ tanzbarer Musik, wie kann man da so ein bisschen den Middle Ground finden, dass man halt irgendwie einen Song schafft, zu dem man halt sehr gut tanzen kann und zu dem es irgendwie Spaß macht, den zu hören, aber gleichzeitig, wenn man sich den Text irgendwie auf einem Blatt Papier durchlesen würde, dass man irgendwie auch noch so ein bisschen Storytelling da drin hat und das ist quasi mein Versuch, diese zwei Welten zusammenzuschaffen. Aber ich glaube vor allem, was ich gerade merke, ist, dass ich einfach immer, je älter ich werde, einfach mehr inspiriert bin von so Tanzmusik und Clubmusik und elektronischer Musik und was das halt für einen Impact haben kann auf Menschen und vor allem auch durch Konzerte spielen, dass man merkt, wie krass, was Musik bei Menschen auslösen kann. Und vor allem, wenn man das dann koppelt mit sehr traurigen, emotionalen, persönlichen Texten und nicht unbedingt traurig, aber einfach emotional persönliche Texte. Was das bei Menschen auslösen kann. Und diese zwei Sachen zu verbinden, finde ich irgendwie cool. Heißt, wenn du die Songs schreibst, hast du dann auch schon den Live-Aspekt im Hinterkopf oder kommt der erst so danach? Wenn auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn ich im Studio bin und irgendwie an einem Song arbeite oder irgendwie was Neues gefunden habe, bin ich immer direkt so. Es war nicht immer so, aber seitdem wir halt viele Konzerte spielen, bin ich schon immer sehr krass in diesem Modus von, okay, wie wird das live funktionieren? Das wird ein Song, zu dem können Leute tanzen. Das ist ein Song, zu dem können Leute irgendwie vielleicht irgendwie ein bisschen heulen oder ihre Friends umarmen oder so. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, über die ich mittlerweile sehr krass nachdenke, ja. Yes. Weil wir ja hier bei der TeenCon sind und das ja so eine Teenage-Conference ist, wollte ich dich einmal fragen, ob du so Tipps hast für vielleicht Jugendliche, die jetzt auch im Publikum sitzen und irgendwie vor sich hin dudeln, rumschrammeln, vielleicht auch GarageBand haben und sich vielleicht noch nicht trauen, irgendwie die Mucke auch zu veröffentlichen oder aufzunehmen oder sich mit Freunden zusammenzuschließen und das irgendwie zu machen. So, was hat dir geholfen? Wie würdest du sagen, kann man irgendwie so seinen eigenen so seine eigene Scham vielleicht auch überkommen und einfach Mucke machen, raushauen, so. Ich glaube, tatsächlich so eine Sache, die ich am Anfang ganz nice fand, ist, dass ich einfach, es hört sich weird an, aber ich wusste, dass mir am Anfang halt einfach niemand zuhört. Also ich wusste, es gab keine Crowd, die es irgendwie gejuckt hat, was ich mache. Und das war irgendwie ganz nice, weil ich mir dachte, es ist eigentlich ein bisschen egal, was ich mache. Und das war eigentlich ein relativ angenehmer Gedanke, weil ich merke, wenn man mehr Leute hat, die einem zuhört, wächst natürlich auch ein bisschen der Pressure, der auf einem liegt. Aber ich glaube einfach generell, man hat ja eigentlich nichts zu verlieren. So. Also man kann ja eigentlich nur wachsen an der Musik, die man macht und sich umzuprobieren und vor allem alleine anzufangen, ist, glaube ich, die Sache, die mir in meiner Musikkarriere von vornherein so viel geholfen hat. Also ich meine, ich habe eigentlich meine gesamte Karriere ist darauf zurückzuführen, auf die Musik, die ich halt veröffentlicht habe, als ich 15, 16 war. Sonst hätte ich nicht mit meinem Management zusammengearbeitet, sonst hätte ich kein Booking, sonst hätte ich wahrscheinlich auch irgendwie keine Crowd irgendwie gefunden. Das ist alles wirklich sehr krass zurückzuführen auf das, was ich so mit 14, 15, 16 gemacht und veröffentlicht habe. Deswegen so, auch wenn man selber vielleicht noch nicht ganz genau weiß, was man machen möchte, man ist halt 15, man hat so viel Zeit, rum zu experimentieren und irgendwie
Sachen zu machen und seinen Sound zu finden, aber das zu dokumentieren und es auszuprobieren und einfach sich morgens hinzusetzen und sagen, yo, ich öffne jetzt GarageBand und vielleicht mache ich jetzt irgendwas, was ultra weird und ultra komisch ist und sich ultra unwohl anfühlt für mich. Mhm. Aber das sind halt meistens die Sachen, vor allem wenn es um Musik geht, Sachen, die sich komisch anfühlen oder die sich anfühlen wie irgendwas, was man vorher nicht gemacht hat, sind eigentlich immer die Sachen, die geiler sind am Ende. Also ich merke immer, wenn ich einen Song schreibe und irgendwie das Gefühl habe, okay, hier ist eine Akkordfolge, die würde ich sonst never ever benutzen oder das ist irgendwie ist inspiriert von einem Genre, was ich eigentlich, zu dem ich keinen Bezug habe. Das ist eigentlich immer chilliger. Ja. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Jingle. Love it. Cool. Jetzt bin ich so ein bisschen aus meinem Konzept gekommen, aber vielleicht wollen wir ja auch zu den Publikumsfragen kurz übergehen. Hätte denn jemand irgendwie so eine kleine Zwischenfrage? Jetzt, wo hier so ein Jingle kam, kann man bestimmt auch so kurz ins Publikum rüber switchen. Das bietet sich doch ganz gut an. Achtung, Würfel kommt geflogen. Du warst ja auch mal bei The Voice Kids, soweit ich weiß. Oder hat dir das überhaupt irgendwie weitergeholfen oder würdest du es jetzt nochmal machen? Bühnenmäßig hat es mir auf jeden Fall weitergeholfen, weil es eine unfassbar krasse Erfahrung war und ich glaube, es war so das erste Mal, dass ich auf einer Bühne war. Ich würde es nicht unbedingt nochmal machen, einfach weil ich glaube, ich war halt 10 und ich glaube, es ist ein bisschen krass, Kinder in dem Alter, auch wenn ich selber wusste, also es kam nie vom Eltern oder so, auch wenn ich selber wusste, so das ist, was ich machen wollte, so rückblickend denke ich mir so ein bisschen, ein 10-jähriges Kind in so ein Environment zu stecken, ist vielleicht nicht unbedingt das Geilste. Aber ich glaube, das ist mein genereller Bezug zu Castingshows. Aber ich würde sagen, so bühnenpräsenzmäßig hat es schon krass geholfen, dass ich wusste, okay, Fernsehserie, bei der ich jetzt bin, irgendwie 5 Millionen Leute schauen zu, ich muss da jetzt irgendwie abliefern. Also bühnenpräsenzmäßig auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass es mir in meinem musikalischen Werdegang groß geholfen hat, weil es halt so eine Castingshow war, wo man Songs gesungen hat, die andere Leute geschrieben haben. Aber es war trotzdem eine interessante Erfahrung. Noch eine Frage, ansonsten würde ich nochmal übernehmen. Okay. Wo wir jetzt gerade so auch so bei The Voice waren und so vielleicht so großen Haien der Musikindustrie. Wir wollen jetzt natürlich hier kein Bashing betreiben, aber mich würde mal so deine Perspektive darauf interessieren, wie das so ist, wenn man eben als sehr junger Mensch beispielsweise mit einem TikTok-Hit voll durchstartet und die A&Rs an einem zerren und man voll den großen Vorschuss auch in Aussicht hat und so. Wie siehst du da so die Entwicklung und vielleicht auch die Verantwortung gegenüber Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die gerade so Musik machen anfangen? Weil es gerade irgendwie so gefühlt, so aus meiner Perspektive kannst du auch gerne mal gleich so sagen, dass es so einen Shift gibt von diesem Bedroom-Pop-Ding, so wir sind DIY, wir nehmen unsere Gitarre in die Hand und spielen das einfach bei GarageBand ein, hinzu. Wir machen das immer noch, aber wir feuern das halt bei TikTok oder sonst wo ins Internet und auf einmal wird das so krass entdeckt und riesengroß, weil du ja eben auch meintest, du wusstest so, ist ein bisschen egal, weil mir hört ja niemand zu, aber irgendwie gibt es diese Garantie ja. Das stimmt schon. Mehr. Also ich glaube, eine Sache, die auf jeden Fall wichtig ist oder quasi wichtig, also ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, dass man sich mit Leuten umgibt, die A, wissen, was sie machen und B, auch quasi einen nicht irgendwie unter Druck setzen oder so ein Scheiß, weil ich glaube, kann ganz weird für Artists enden, wenn man auf einmal in einem Moment irgendwie so in seinem Kinderzimmer Musik macht und am nächsten Tag halt vor 10.000 Leuten in der Arena spielt oder so. Deswegen glaube ich, ein kleinerer Wachstum wäre, glaube ich, geiler für Artists. Deswegen genieße ich auch so die Karriere, die ich gerade habe, weil ich vor jetzt so 3-4 Jahren angefangen habe, Musik so professionell zu machen und es so langsam wächst, aber es ist halt geil, weil ich halt kleine Shows spiele, größere Shows spiele, wenn man Festivals spiele. Heißt, du wirst dann auch nicht ungeduldig zwischendurch? Doch, auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, so ich würde es jetzt, wenn es jetzt morgen ultra durch die Decke gehen würde, würde ich mich jetzt nicht beschweren. Aber auch, weil ich halt jetzt schon quasi sitze mit 2 Jahren Tour- und Bühnenerfahrung und auch quasi schon großen Studioerfahrung und auch quasi so ein bisschen weiß,
glaube ich, mich als Musiker und als Performer, aber auch quasi als so Businessmensch besser kenne. Ich weiß einfach, was wichtig ist, wofür ich mich einsetzen soll, wo ich gewisse Grenzen ziehen muss und so. Und ich glaube, wenn man von heute auf morgen ins kalte Wasser geschmissen wird, vor allem als junger Artist, und auf einmal du siehst halt so, oh geil, 500.000 Euro Vorschuss. Und ja, klar arbeite ich mit dem Paul Epworth zusammen. Nach London fliegen, kein Problem, ist halt, glaube ich, eine sehr verzerrte und komische Wahrnehmung von Musikindustrie, weil so es halt für die meisten MusikerInnen nicht ist und nie sein wird. Und das finde ich schon eine komische Entwicklung, sowieso, dass halt quasi vor allem durch TikTok und soziale Medien halt alles so krass schnell wachsen kann. Ich meine, es ist ja sowieso, dass Artists jetzt gezwungen irgendwie sind, Instagram und TikTok zu betreiben und auf Social Media zu sein und all diese anderen Hüte aufziehen müssen, um sich selber zu vermarkten. Aber ich habe das Gefühl, dass es halt so ein schnelllebiger Prozess ist, der halt auch so schnell einfach recycelt wird und irgendwie auch auserzählt ist, dass ich mir manchmal wünsche, dass es einfach mehr auf Nachhaltigkeit von Artists gesetzt wird, weil dann sind halt diese Kids, die dann halt einen riesen Vorschuss bekommen für ihr Album, weil sie einen TikTok-Hit hatten, kriegen dann einen Albumvorschuss, aber dann hört sich halt immer das Album an, weil 5 Monate später sie nicht mehr relevant sind. Und ich glaube, das kann schon mit der Psyche, vor allem von jungen Artists, ziemlich hart was auslösen. Vielleicht ist das dann auch ein Tipp in die Runde, auf nachhaltiges Wachstum setzen und geduldig bleiben. Auf jeden Fall, geduldig bleiben ist auf jeden Fall eine gute Sache. So, also ich dachte auch früher so, oh, wäre es geil, wenn ich übermorgen weltbekannt bin. Aber ich glaube, das ist für niemanden geil. Yes, ich spotte da gerade die heiligen letzten 5 Minuten. Genau, ich würde die letzten 5 Minuten vielleicht nochmal nutzen, um die ein oder andere Publikumsfrage reinzunehmen. Ansonsten kriegen wir die auch noch rum. Ja. Nochmal? Würfel kommt. Mega off-topic, aber weil du gerade da sitzt und Kommerzialisierung von Artists angesprochen hast, wie fandst du die Paula Hartmann-Aktion gestern? Was hat sie gemacht? Ich habe es nicht mitbekommen. Sie ist mit 5 schwarzen SUVs aufs Gelände gefahren und hat dann 5 Songs performt auf einem der schwarzen SUVs, was ja ihre neue Single ist. Aber es sind halt irgendwie 5 schwarze SUVs, die mit Amazon gebrandet sind, aufs Gelände gefahren und das war irgendwie so ein Riesenakt und überall stand Amazon drauf. Mich hat es total angekotzt und niemanden anders außer mir. Ich bin total alt, ganz andere Generation. Mich würde interessieren, wie siehst du das denn? Also ich habe es, wie gesagt, ich habe es noch nicht damit auseinandergesetzt, deswegen würde ich jetzt ungern was dazu groß sagen. Aber ich werde mir bestimmt noch eine Meinung zu bilden. Ich bin kein Amazon-Fan, deswegen keine Ahnung, aber ich habe es noch nicht angeschaut. Gar nicht um Amazon, geht um Konzerne. Also inwiefern supporten Künstler Konzerne, die sie vermeintlich supporten, aber ja natürlich viel größer und viel mächtiger sind. Ja. Ich glaube halt, es ist als Artist halt gut, wenn man in einer gewissen Größe ist, ist es halt schwierig, an Geld zu kommen. Ich wüsste, wenn ich jetzt, muss ich wirklich sagen, wenn ich einen Deal bekommen würde in meiner E-Mail-Inbox, wo drinstehen würde, hey, du kriegst so und so viel Geld, um was zu machen. Ich weiß halt selber, in der Musikindustrie ist gerade wenig Geld oder quasi vor allem für junge Indie-Artists. Deswegen, ich glaube, ich müsste auch dreimal darüber nachdenken, was jetzt gerade wichtiger ist, ob ich meinen Traum und meine Karriere unterstützen will, weil sonst es einfach schwierig ist, aus Quellen irgendwie Geld zu bekommen. Oder wo halt so ein bisschen, wie krass man quasi Major-Konzerne irgendwie unterstützen möchte. Ich glaube, da muss man einfach selber so ein bisschen seinen eigenen Frieden und seine eigenen Grenzen irgendwie setzen, womit man irgendwie fein ist. Aber das Problem ist halt in der Musikindustrie, dass man halt mehr oder weniger auch irgendwie gezwungen ist, mit Major-Konzernen zusammenzuarbeiten. Ich weiß es selber so. Irgendwann ist man gezwungen, einfach in dieses sehr krasse Kommerzgeflecht einzugehen, weil es einfach sonst ein bisschen impossible ist, davon zu leben. Leider. Noch jemand? Ein schlechtes letztes Wort, come on. Damit können wir nicht abschließen. Die Musikindustrie ist toll. Musik ist super. Fördert Musiker. Und beantragt die Initiative Musikförderung vielleicht, anstatt mit Amazon zusammen. Und zahlt eure Steuern, um die Initiative weiter zu fördern. Genau. Nee, ansonsten bleibt wahrscheinlich noch zu sagen, du spielst heute um 19:30 Uhr. Yes. Und du, kommt alle vorbei.
dann könnt ihr euch selber nochmal davon überzeugen, wie aus der Lo-Fi-esken Ästhetik ja, Alternative Pop geworden ist. Alternative Pop-Musik, die slappt, um dich zu zitieren, aus der Let's Real. Ja, und du bist noch auf Tour. Yes, ich bin auch auf Tour. Anschluss. Ich bin auf zwei Konzerte und ein bisschen. Genau, also. Catch Pablo on Tour. Danke fürs Zuhören.